Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei uns auf dem Kanal, wo ich mich jetzt schon eine ganze Weile drauf gefreut habe, das mit euch gemeinsam spielen zu können. Und jetzt ist es soweit. Ostwind, das Spiel. Yay! Ich bin wirklich gespannt darauf. Wir haben ja schon die Trailer gesehen, wo wirklich die Umgebung und alles wirklich unheimlich schön gestaltet aussah. Viele werden wahrscheinlich die beiden ersten Filme kennen. In Kürze kommt ja jetzt auch der dritte Teil, Aufbruch nach Ora, in die Kinos. Und quasi zur Feier des Films nun auch dieses Computerspiel. Das Ganze könnt ihr sowohl im Handel kaufen als auch über Steam für 20 Euro ab dem 27. Juli. Ich habe jetzt schon die Möglichkeit erhalten, euch das Ganze früher zu zeigen. Vielen Dank an dieser Stelle hier einmal an Eurovideo, die mir das Spiel schon zur Verfügung gestellt haben, und auch an den Entwickler, an Asia Interactive, mit denen ich auch schon eine Weile in Kontakt stehe. Und ich bin unheimlich neugierig darauf, wie das Spiel aufgebaut ist, was wir hier alles mit Mika und Ostwind erleben werden. Und ja, rund hier um das Gut Kaltenbach. Und ich habe auch noch eine kleine Info vorweg. Und zwar werde ich das Spiel auch noch an euch verlosen. Das werde ich aber nicht in dieser Folge machen. Dazu werdet ihr noch ein extra Video sehen. Aber da dürft ihr euch definitiv auch schon mal drauf freuen, dass ihr das Spiel bei uns gewinnen könnt. Ja, ich spiele jetzt hier eine Beta-Vorab-Version. Es kann durchaus sein, dass sich das ein oder andere noch ändern wird bis zum finalen Spiel. Ich nehme das jetzt gerade schon, oh Gott, wann nehme ich dann auf? Am 3. Juli schon. Also doch schon einige Zeit, bevor das Spiel offiziell erscheint. Und ja, darf es euch eben ab dem heutigen Tage zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. So, ob ich wirklich ein neues Spiel starten möchte, weil dann der alte Spielstand verloren geht. Die Meldung kommt deswegen, weil ich ganz kurz schon mal ein Spiel gestartet habe, um die Einstellungen zu machen, was Ton angeht und mein Aufnahmeprogramm. Das hätte das auch alles erfasst, aber ich habe noch nicht gespielt. Ich starte hier jetzt komplett ohne irgendein Vorwissen mit euch. Ganz kurz, was ich hier schon mal sagen muss. Mir gefällt es, die Aufmachung hier mit dem Menü, dass das wie so ein Notizbuch ist. Und auch hier wie so ein zerknüttelter Zettel, gefällt mir sehr, sehr gut. Das macht irgendwie das Spiel direkt so, ja, sympathisch von der Art und von der Aufmachung. Gut, aber ich würde sagen, auf geht's. Es gibt Menschen, die mit einer ganz besonderen Gabe geboren werden. Sie können die Sprache der Pferde verstehen. Die Mongolen nannten so einen Menschen Norsoch, der Schläfer. Sie fühlen, was die Pferde fühlen. Mika besitzt diese Gabe. So gelang es ihr, sich mit Ostwind, einem wilden und zu Unrecht eingesperrten schwarzen Hengst, anzufreunden. Die beiden haben eine ganz besondere Verbindung, die sie zu großen Leistungen befähigt. Die Schulferien sind angebrochen und Mika kann es kaum erwarten, nach Gut Kaltenbach zu kommen, um Ostwind wiederzusehen. Tipp! Wenn du den Moment des Absprungs richtig abpasst, füllt sich Ostwinds Ausdauer auf. Nutze gute Sprünge, um länger sprinten zu können. Aha, okay. Mhm. Gut, also immer passend abspringen, wie im echten Leben. Ja, also ich bin jetzt unheimlich gespannt, wie das Spiel startet, was wir hier alles erleben werden. Das Spiel soll ja so ein bisschen parallel quasi zu den ersten Filmen spielen, also von daher bin ich sehr, sehr gespannt und neugierig. Wir haben hier Gut Kaltenbach, was haben wir hier? Ostwind, hier blinkt was. Ostwinds Verfassung zeigt den Erschöpfungsgrad von Ostwind an. Und was haben wir hier? Ostwinds Erfahrungsstufe zeigt an, wie viele Erfahrungspunkte bis zum nächsten Stufenaufstieg benötigt werden. Was haben wir hier oben noch? Ja, Spiel beenden, Einstellung öffnen. Und was haben wir hier? Erfolge. To-Do-Liste. Das ist auch wieder, das ist wieder wie dieses Notizbuch, beziehungsweise wie dieser zerknüttelte Zettel hier mit dieser Pinnwand. Das finde ich super. Das finde ich echt klasse. Finde den großen Wasserfall. Finde den uralten Steinkreis. Okay. Finde ich cool. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ich bin neugierig. Was haben wir hier? Eine erste Aufgabe anscheinend. Herr Kahn. Mika, schön dich zu sehen. Genau, nicht alle Sprecher sind final. Also wie gesagt, ich spiele jetzt gerade eine Beta-Version. Und ja, sollte sich dann noch großartig was dran ändern, dann werdet ihr das ab dem offiziellen Release dann erfahren. Dich auch, Meister. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Also mir gefällt auf jeden Fall hier schon mal der Stil von den Figuren sehr, sehr gut. Also die sind sehr, sehr gut getroffen, wenn ich mal so an die Filme denke. Klar, die Filme basieren natürlich auf Büchern. Aber die wirken eigentlich direkt schon mal sympathisch, so auf den ersten Blick. Lauf schon zu Ostwind. Ich hoffe, du hast nichts verlernt. Was waren die drei Grundsätze, Mika? Balance, Koordination und Rhythmus. Mhm, gut, gut. Eine kleine Auffrischung. Schade trotzdem nicht. Zuerst Balance. Okay. Bei Zeitrennen musst du eine Reihe von Wegpunkten innerhalb einer vorgegebenen Zeit abreiten. Okay. Ah, schön, hier schon mal das Hintergrundbild mit den weiten Flächen und Ebenen. Ja, die hat man ja auch schon relativ häufig in den ersten Filmen gesehen, diese Landschaft. Gut, also jetzt bekommen wir anscheinend erstmal so eine Art Tutorial. So ein bisschen verpackt als, wieder Auffrischungskurs. Mit der Maus verlagerst du dein Gewicht. Ostwind wird ihr folgen, aber mit einer leichten Verzögerung. Okay. Reite zu dem orangen Wegpunkt und bleibe innerhalb der Markierungen. Übertreib es nicht. Je stärker du die Maus weg von der Mitte bewegst, desto stärker wird Ostwind sich drehen. Okay, also wir lenken mit der Maus. Unten sehen wir diese Anzeige. Ah ja, genau. Wenn ich in der Anzeige drin bin, dann geht er geradeaus. Und sobald ich nach links oder rechts rauskomme, dann bewegt er sich. Ja, finde ich gut. Mir gefällt das auch, wie Mika hier auf dem Pferd drauf sitzt. Wie die Füße so locker mitwippen. Jeder, der ohne Sattel schon mal geritten ist, der weiß, man sitzt da einfach irgendwie total entspannt. Ja, sie sitzt eigentlich recht locker. Das gefällt mir ganz gut. So vom ersten Blick. Gegend auch sehr schön. Und direkt der nächste Tipp. Beim Sammeln musst du alle Objekte finden, die in dem markierten Gebiet versteckt sind. Okay, also wir bekommen hier in den Tipps durchaus auch schon mal den Ausblick auf die ein oder andere Aufgabe, die uns noch im weiteren Spielverlauf erwarten wird. Okay. So, was kam jetzt als nächstes nochmal? Siehste, Mika hat die Auffrischung gar nicht nötig. Das war gut. Jetzt Koordination. Genau, Koordination war es. Ich hab's nötig, Mika nicht. Mit Pfeiltaste oben und Pfeiltaste unten lässt du Ostwind die Gangart ändern. Mhm. Pfeiltaste oben macht ihn schneller und Pfeiltaste unten macht ihn langsamer. Versuch deine Lenkung und Ostwinds Gangart zu koordinieren. Eine langsamere Gangart hilft dir bei engen Kurven. Ja gut, klar, dann kommt man enger rum. So, Trab. Und Galopp. Oh, im Galopp sind wir aber schon relativ flott unterwegs. Geht das auch mit WASD? Ja, das geht also, was heißt mit WASD? Mit W und S kann ich auch beschleunigen und verlangsamen. Das ist gut. Ansonsten muss man so affenmäßig hier greifen. Ich mag das nicht, wenn man mit der linken Hand auf den Pfeiltasten ist und mit der rechten Hand auf der Maus. Das ist mir irgendwie zu eng. Aber finde ich sehr gut, dass das auch mit W und mit S geht. Das macht das Ganze doch viel angenehmer und entspannter mit der Lenkung. So, den Tipp hatten wir schon. Nee, das finde ich wirklich super, dass das auch so möglich ist. Also ja, bislang muss ich sagen, steuert sich butterweich. Vielleicht muss man das noch mit den engen Wendungen ein bisschen mehr üben, aber ich finde es gut, dass man nicht so wirklich im flotten Tempo um enge Wendungen drumherum kommt. Macht das Ganze einfach realistischer. Wirklich gut. Euren Rhythmus habt ihr nicht verloren. Das habe ich schon gesehen. Ach du Schleimer. Dreht noch einmal eine Runde auf der Koppel, aber diesmal fliegt. Lass Ostwind loslaufen und halte dann die linke Maustaste gedrückt, um zu sprinten. Weiche dem Hindernis aus. Ostwind liebt das schnelle Laufen, aber es ist auch anstrengend für ihn. Lass ihn ab und zu ausruhen. Ich sehe schon, hier unten haben wir die Ausdauer. Unten rechts siehst du, wie viel Ausdauer Ostwind hat. Die Anzeige funktioniert wie bei einer Batterie. Okay, linke Maustaste, um zu sprinten. Da bin ich ja mal gespannt. Oh. Meine Güte, legt der zu. Wow. Krass. Ostwind ist wirklich ein richtiger Sprinter hier. Ostwind hat bestimmte Stellen, an denen er besonders gern gestreichelt wird. Ach, das ist ja süß. Wirklich? Da haben die auf Vorlieben hier geachtet?
und haben das so reinprogrammiert. Das finde ich ja genial. Jeder kennt das bestimmt, der auch reitet, dass wenn man Pferde so an bestimmten Stellen kraut, dass sie dann so richtig den Hals verdrehen und das so richtig genießen. Wirklich gut. Ihr seid echt schnell. Na klar, du hast gesagt, wir sollen fliegen. Aber ihr hättet noch schneller sein können, wenn ihr über das Hindernis gesprungen wärt. Mal sehen, ob du noch ein Gefühl für Ostwinds Sprünge hast. Ostwind springt, wenn du die rechte Maustaste drückst. Okay. Lauft los und springt über die Baumstämme. Alles klar. Ich werde jetzt mal nicht sprinten. Gut. Geht das auch aus dem Trab? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, ich bin hängen geblieben. Ich will mal... Ja, ich kann auch aus dem Trab springen. Okay, wir galoppieren aber mal. Dass wir da keine Markierung haben, wann der perfekte Sprung ist, der perfekte Absprungpunkt, macht das Ganze natürlich komplizierter, finde ich aber gut. Weil dadurch muss man einfach so ein bisschen selber ein Gefühl entwickeln. Das gefällt mir wirklich. Ich mag das nicht, wenn einem das alles so total einfach vorgekaut wird. Ostwind hat empfindliche Stellen, benutze dort nur die geeignete Bürste. Das finde ich wirklich... Also bislang muss ich sagen, auch was ich hier so aus den Tipps rauslese. Sehr gut. Jetzt etwas schwerer. Um über ein richtiges Hindernis zu springen, brauchst du Timing. Was ich hier aus den Tipps so rauslese, gefällt mir das sehr, sehr gut, wie es umgesetzt ist. Wie gesagt, auch gerade das mit diesen Lieblingsstellen, um gekrault zu werden, das finde ich total cute, dass daran gedacht wurde. So. Probier die Strecke von vorher nochmal. Jetzt solltet ihr schneller sein. Lass Ostwind innerhalb der eingeblendeten Markierung abspringen, um es über das Hindernis zu schaffen. Wenn du innerhalb des grünen Bereichs abspringst, bekommt Ostwind sogar einen Ausdauerbonus. Okay, jetzt kriegen wir doch den Absprungpunkt vorgezeigt. So. Oh, 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 nicht jetzt springen. Ich wollte. Oh, 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 oh. Auf der rechten Seite. Verflixt, ich war so schnell, dass ich das gar nicht gesehen habe, die Anzeige. Ostwind, ach, das hatten wir schon. Oh, du meine Güte. Du meine Güte, ich glaube, ich bin im gelben Bereich abgesprungen. Es war ein normaler Sprung, es war kein perfekter Sprung. Oh je, wie krass. Ich habe auf dem Boden nach der Markierung gesucht, weil die meisten anderen es immer auf dem Boden anzeigen. Okay, jetzt weiß ich, wo ich das nächste Mal hinschauen muss, wenn ich einen perfekten Sprung schaffen möchte. Siehst du, ihr seid fast bereit, um die Umgebung auf eigene Faust zu erkunden. Bevor ich euch losreiten lasse, muss ich aber sicher sein, dass du die Minimap lesen kannst. Da steht Landkarte. Nein, Spaß. Okay, hier unten haben wir die Landkarte. Der Pfeil in der Mitte, das bist du. Er zeigt immer in die Richtung, in die du reitest. Linien sind Straßen und Wege. Besondere Orte wie die Koppel werden auf der Minimap mit einem Symbol angezeigt. Mhm, okay. Orientiere dich an der Minimap und reite zurück zur Koppel. Okay, und hier diese... Ach, das ist unser Zielpunkt, der orangene Punkt. So. Wo muss ich denn jetzt... Ah, okay. Diese orangene Markierung, dieser Kreis. So, ich will hier mal lieber nicht zu schnell durchreiten. Ah, ja, jetzt sind wir hier bei seinem Bauwagen. Genau, da ist ja Ostwind untergebracht. Der steht ja nicht mehr auf einem gut kalten Bach. Der steht ja hier auf der Weide. Ändere die Gangart, um scharfe Kurven zu meistern. Ja, das haben wir eben schon rausgefunden, dass wir nicht im schnellen Galopp und erst recht nicht mit Sprinten so ultra eng um die Kurven kommen können. Deswegen bin ich jetzt hier auch gerade auf diesem schmalen Weg lieber nur ein bisschen getrabt. Es ist ein bisschen, wenn man das von anderen Spielen gewohnt ist, dass man mit... wirklich auch den Pfeiltasten bzw. mit A und D lenken. Das war ja kein Problem. Dann können wir es ein bisschen schwerer machen. Kannst du die Schnitzerei finden, die ich versteckt habe? Ja, werden wir gleich mal gucken. Ich stecke erstmal durch. Objekte sammelst du auf, indem du möglichst nahe heranreitest. Okay. Ah, und hier haben wir den Bereich orange markiert, wo wir das finden können. Quasi so die Außenlinien. Und auf der Map sehen wir es auch nochmal. Ah, und da hinten ist die Schnitzerei. Momentan sehen wir es noch markiert auf der Map. Es ist ein bisschen ungewohnt, wenn man es ja normalerweise kennt, mit A und D oder den Pfeiltasten zu lenken. Aber es ist trotzdem sehr angenehm eigentlich.
Es ist trotzdem eigentlich ganz angenehm. Das einzige Spiel, wo mir das jetzt einfällt, wo man auch so mit der Mausbewegung steuert, ist, glaube ich, Riding Star 3. Ich glaube, da lenkt man auch mit der Maus, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Nur ist das Spiel schon eine Weile her und hier in Ostwind funktioniert das Ganze doch noch mal ein ganzes Stück präziser. Damals habe ich mich über die Steuerung echt aufgeregt, aber hier geht's eigentlich. Gut, mit der Minimap kommst du auch zurecht. Dann kann ich dich ja unbesorgt alleine zurückreiten lassen. Geht's eigentlich sehr, sehr gut, wollte ich sagen. Ich glaube, ich muss die Stimme noch einen kleinen Ticken lauter stellen im Vergleich zur Musik. Reite zum Gut. Wenn du nahe genug herankommst, wird es auf der Minimap angezeigt. Okay, gut. Ah ja, guck. Wir haben da so Wegpunkte auf der Map gerade angezeigt. So, dann können wir jetzt mal ein bisschen galoppieren. Ah, nee, das ist auch ein normaler Sprung. Ja, gut. Oh nee, mit der linken sprinte ich ja. Ja, jetzt können wir hier mal ein bisschen... Hier können wir jetzt mal ein bisschen die Sau rauslassen. Ey! Oh ja, genau, Ausdauer aufgefüllt. Stimmt, das wurde uns ja erklärt. Oh, und das ist cool gemacht. Schaut mal, wie Mika da sitzt. Jetzt ist die Ausdauer wieder aufgebraucht. Jetzt müssen wir wieder einen guten Sprung machen. Beziehungsweise einen perfekten Sprung. Ach, füllen wir die dann komplett auf oder warte ich schon wieder? Ich müsste mal mehr auf die Markierung gucken. Ja, also macht mir Spaß. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Gefällt mir. Mission geschafft. Nach Kaltenbach. Gut gemacht, Mika. Du hast ganz offensichtlich nichts verlernt. Erschöpfung 18% und 50 Erfahrungspunkte haben wir verdient. So. Ah ja, okay. Da sehen wir das jetzt. Und hier die Erschöpfung ist ein bisschen natürlich runtergegangen. Beziehungsweise die Erschöpfung ist gestiegen und damit ist der Balken runtergegangen, weil wir ja gearbeitet haben mit ihm. Wir haben jetzt hier eine Aufgabe mit Tinker. Das hier scheint so ein bisschen unser Missionsmenü zu sein, so diese Vogelperspektive über Gut Kaltenbach. So, ich mache jetzt mal gerade noch die Einstellung. Also ich muss wirklich sagen, der erste Eindruck jetzt hier in der ersten Folge, definitiv sehr positiv. Ich bin gespannt, was das Spiel noch alles für uns bereithält. Ich würde mich ja freuen, wenn noch mal eine Serie vielleicht auch von Computerspielen, von Pferdecomputerspielen kommen würde, weil einfach so lange keine Pferdespiele mehr erschienen sind. Und gerade bei Ostwind wäre das ja rein theoretisch möglich. Ich meine, wir haben aktuell 2, bald 3 Filme. Dann wäre ja rein theoretisch noch so einiges möglich. Also persönlich, der erste Eindruck jetzt hier in der ersten Folge ist sehr, sehr gut. Ich bin aber gespannt, wie es weitergeht. An dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal von euch. Danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und mich würde natürlich jetzt noch eure Meinung interessieren. Was sagt ihr denn jetzt hier, wo ihr mal wirklich das erste Gameplay gesehen habt, die erste Folge, die Aufmachung vom Spiel? Haut einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon morgen mit euch weiterzumachen und die nächste Folge aufzunehmen. Danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Macht's gut. Tschüss.